Stimmung jetzt, sondern haben wir die Logik dieses Jahr zu Tasch bis jetzt so gewesen. Wie die letzten zweimal euch, wunderbar schön gewesen, gut organisiert, häufig Leute sind zurückgekommen, Tasch steht zusammen. Es ist, in 5 Jahren müssen wir es unbedingt wieder machen. Wie sieht es jetzt heute aus? Erwartest du noch viele Leute, die euch kommen und das fast nur ausklingen hier? Also der Höhepunkt ist jetzt in der Kirche. Die Kirche ist voll, die Leute sind da. Wir werden nachher ein wunderbares Festbankett haben. Und die Keller sind um 10 Uhr geöffnet und es gibt einen tollen Tag. Der Herrgott spielt mit, die Sonne kommt, alle kommen auf den Tisch, feiern mit uns. Also in dem Fall vom OK seid ihr zufrieden, wie es dieses Jahr gelaufen ist? Mal wir sind zufrieden, wir hatten keine Umwelt. Es war alles friedlich. Ja. Und die Leute haben in dem Fall ein Flutzfest gestern Abend, bis in die Morgenstunde. Mal bis getagt hat es mal gegeben. So meine Nachbarn haben vielleicht keine Freude gehabt, aber wir haben jetzt einmal zu 5 Jahren kann man über die Schnur hauen und das ist gut so. Können wir vielleicht noch kurz zusammenfassen, was läuft jetzt hier heute zu Tasch noch genau? Also jetzt ist Messe voll am Laufen. Nachher ist die Einweihung vom Fahnen vom Männerverein. Dann ist die Totenjährung auf dem Friedhof. Hier auf dem Kirchplatz ist ein Aperitif. Nachher ist im Festzelt das Festbankett. Nachmittag ist die Ehrung der ältesten Täscher. Die Tombola-Verlosung. Die ganzen Keller sind geöffnet. Die Festwirtschaft wartet. Die Fotoausstellung ist auch weg. Also es hat für jeden etwas da. Karussell, Schiessbude. Und ihr spielt jetzt heute hier auch an der Heimat-Tagung zu Tasch. Ist dort Nikolaitaler Hobbymusik euch zu Tasch ein bisschen daheim oder nicht? Wie es heisst, dort Nikolaitaler Hobbymusikanto, das erstreckt sich von Zermatt, Tasch, Randau, Saniglas und auch noch Amt haben wir dabei. Einfach Musikanto aus dem Tal. Und auf was dürfen sich die Leute jetzt freuen von euch? Auf was für Musik? Also wir spielen vor allem etwas, was schön in Zori geht, böhmisch, mährisch. Und wir sind überzeugt, das kommt mit den Leuten gut an. Wir werden jetzt anschließend zum Aperitif aufspielen. Und später dann nochmal von der 2 Uhr weg bis im 3 werden wir nochmal ein paar Stücke zum Besten geben. Seid ihr jetzt die letzten Tage auch schon an der Heimattage gewesen und haben gespielt oder erst heute? Nein, wir sind für heute eingeladen worden und sind natürlich aufgrund von dem, dass wir mehrere Täscher mit uns in der Nikolaitaler mitmachen haben, ist das für uns kein Thema gewesen, dass wir hier auf Täsch kommen und mit unseren Kameraden und Kameradinnen das Fest versuchen zu verschönern. Was denkt ihr, wie wird die Stimmung so sein heute noch am letzten Tag von dem Fest? Heimattagung ist immer etwas ganz Spezielles. Das geht nah. Man trifft sich in der Heimat und tut das auch feiern. Und heute sieht es so aus, dass das Wetter gut wird kommen. Und da bin ich überzeugt, dass das hier eine wunderbare Heimattagung in Tasch wird werden.